Das Münchner Olympiastadion. Hier ist Deutschland 1974 zum zweiten Mal FIFA-Weltmeister geworden. Auch Lothar Matthäus hat hier große Erfolge gefeiert. 7-mal deutscher Meister mit dem FC Bayern. Lothar, dieses WM-Finale 1974, 7. Juli war es, am Nachmittag. Franz Beckenbauer war dabei, Sepp Maier, Gerd Müller, Uli Hoeneß und Trainer Helmut Schön. Inwieweit hat das auch deine Karriere inspiriert? Fußball hat mich immer inspiriert. Natürlich so ein WM-Finale. Ich weiß noch, wo ich es angeguckt habe. Ich komme ja aus Herzogenaurach und bei meinem Verein, wo ich damals groß geworden bin, beim FC Herzogenaurach, in der Vereinsgaststätte waren eigentlich alle, die mit dem Verein was zu tun gehabt haben, die waren dort und haben an dem Fernseher, natürlich vor dem Fernseher geklebt und dieses Endspiel verfolgt. Deine erste FIFA-Weltmeisterschaft war 1982 in Spanien. Und ich habe von dir den Satz gelesen, es kam mir phasenweise vor wie eine Klassenfahrt liebeshungriger Halbstarker. Ja, so könnte man das ausdrücken. Also es war für mich alles andere als eine professionelle Vorbereitung. Es waren mehr Partys auf dem Programm gestanden, Kartenspiele, man hat gebogert und ich, ein bisschen naiv bin ich da hingekommen und habe mir gedacht, okay, wir wollen ja Weltmeister werden. Aber wenn das auch dazu gehört, und es hätte ja beinahe geklappt, wir sind bis ins Endspiel gekommen. Aber es waren andere Dinge Minimum genauso wichtig wie der Fußball, nämlich die Freizeitgestaltung. 1986, gehen wir mal an den Anfang. Also nach den Gruppenspielen, da kam die Partie gegen Marokko. Und Marokko, man hatte, glaube ich, gedacht, es wird jetzt nicht das schwerste Spiel dieser Weltmeisterschaft, aber es war, glaube ich, unglaublich heiß. Und es hat lange gedauert, bis du mit einem sensationellen Tor das Spiel entschieden hast. Ja, erstmal muss man sagen, wir haben uns als Gruppendritter, als einer der guten Tabellendritten, Gruppendritten qualifiziert für die nächste Runde. Marokko ist Erste geworden in einer schweren Gruppe. Also wir haben ganz sicher Marokko nicht unterschätzt, aber natürlich heiße Temperaturen. Ich glaube, das war eines der Spiele bei Temperaturen, die ich sonst danach nie mehr erlebt habe. Wir haben in Monterrey gespielt. Ich glaube, das war irgendwo im Norden von Mexiko. Mittags um 13 Uhr. Wegen den Fernsehrechten nach Europa mussten wir mittags um 13 Uhr spielen. Die Sonne war da oben gestanden, kein Schatten. Ich weiß noch, die mexikanischen Frauen, die die Mannschaft angefeuert haben, die waren alle mit Bikinis auf dem Stadion gesessen. Es war brutal warm. Und dann gab es irgendwann in der 88. oder 89. Minute einen Freistoß von 30 Meter. Und Karl-Heinz Rummenigge legt sich den Ball zurecht und steht so links neben mir. Und ich glaube, er wollte schießen. Ich weiß gar nicht, warum er schießen wollte, weil Freistoßspezialist war er ganz sicher nicht. Und ich habe gesehen, der Torwart richtet noch die Mauer, aber der Ball war freigegeben. Und ich laufe an und spiele den Ball rechts an der Mauer vorbei und ins lange Eck, wo der Torhüter nicht war. Und der Torhüter versucht noch, den Ball zu erreichen. Und es war dann das 1:0. Ich glaube, Kalle hätte mich umgebracht, wenn er nicht reingegangen wäre, aber er war ja der Kapitän damals. Übrigens 86 mein Zimmernachbar. Also wir waren gemeinsam. Ich wollte gerade sagen, er war doch, glaube ich, da 6, 8 Wochen da auf einem. 8 Wochen, Karl-Heinz und ich. Ja, und ich habe gesehen, dass irgendwas da noch in der Abwehr möglich, also noch nicht organisiert ist. Und ja, und macht dann dieses Tor, was natürlich dann das Weiterkommen bedeutet hat, ins Viertelfinale, wo wir dann auch wieder in Monterrey gegen Mexiko im Elfmeterschießen weitergekommen sind. Aber war eines meiner wichtigen Tore in der Nationalmannschaft, weil wer weiß, was danach passiert wäre. Und so sind wir zumindest eine Runde weitergekommen und später waren wir sogar im Endspiel gestanden. Da hast du mit einem Mittelhandbruch gespielt, hattest dann auch eine Manschette an. Ich meine, war das nicht unglaublich schmerzhaft auch? Es war schmerzhaft, das war dann das Endspiel. Ja, im Halbfinalspiel gegen die Franzosen bin ich irgendwie rückwärts auf mein Handgelenk gefallen und habe mir den Mittelhandknochen gebrochen und haben bandagiert, alles Mögliche. Zweite Halbzeit dann gegen die Franzosen, dann haben wir auch Untersuchungen gemacht, dann hat man festgestellt, dass der Mittelhandknochen gebrochen war. Aber trotzdem, natürlich will man wegen einem Mittelhandknochen, man spielt ja auch nicht mit der
Handfußball, deswegen heißt der Fußball, wir spielen mit den Füßen. Und die Schmerzen waren egal. Ich wollte natürlich spielen im Endspiel und habe die Schmerzen im Endeffekt aber auch vergessen. Und Diego Maradona war nach diesem Endspiel, nicht nur deswegen, aber offensichtlich auch nach diesem Endspiel so beeindruckt, dass er seinem Club, dem SSC Neapel, ewig in den Ohren lag und gesagt hat, den müsst ihr verpflichten, ihr müsst den holen. Ja, ist richtig. Gerade nach der Weltmeisterschaft 86 kamen viele italienische Vereine auf mich zu, unter anderem auch der AC Mailand, der war hier in München und hat mit mir verhandelt, ähnlich wie Neapel. Neapel war sogar mit einem Geldkoffer hier, die mir für die Vertragsunterschrift gleich ein bisschen Cash geben wollten. Und Maradona hat diese Leute geschickt, weil er wollte unbedingt, dass ich mit ihnen in Neapel in einer Mannschaft spiele. Es waren tolle Momente, die ich mit Diego erlebt habe, und es ist schade, dass er wirklich zu früh von uns gegangen ist. Ich wollte gerade sagen, welche Gedanken hattest du auch gerade, als er gestorben ist, auch aufgrund der Tatsache, dass ihr ja im Grunde genommen im selben Alter seid? Ja, Diego hatte gesundheitliche Probleme, das wusste man. Aber dass es so schlimm ist, das wusste man nicht. Zumindest nicht hier bei uns in Deutschland. Und es war schon eine Nachricht, die mich betroffen gemacht hat. Nicht, weil er das gleiche Alter hat, sondern erstens mal die Genialität als Fußballspieler. Und wir hatten zusammen so viel Spaß. Nicht nur auf dem Platz, sondern auch außerhalb. Und wie gesagt, deswegen war das schon für mich, da musste ich mich erst mal setzen, da musste ich erst mal ein bisschen durchatmen, da musste ich erst mal ein bisschen nachdenken. Und dann kam auf einmal diese Traurigkeit auch in mir auf. Ja, es ist schade, aber es ist so, und ja, er hat sein Leben genossen. Lothar, du hast Deutschland den WM-Pokal geschenkt und das im Jahr der Wiedervereinigung. Was hat es dir, aber was hat es auch für das ganze Land bedeutet? Ich war der Kapitän dieser Mannschaft, mich wahnsinnig gefreut, macht mich stolz, generell als Kapitän eine Mannschaft auf den Platz zu führen. Und dann die Weltmeistermannschaft, das war was ganz Besonderes. Und wenn ich an dieses Erlebnis zurückdenke, dann bekomme ich heute noch Gänsehaut. Und es fängt schon jetzt wieder langsam an, weil das war einschneidend in meinem Leben. Das war wichtig für Deutschland. Und ja, und ich bin stolz darauf, mit dieser Mannschaft gemeinsam diesen Pokal aus Italien, aus meiner Wahlheimat damals, nach Deutschland mit dem Flieger zu bringen, nach Frankfurt, und dann vor 400.000 Fans auch noch gefeiert zu haben. Wenn du dich an das erste Spiel zurückerinnerst, das 4:1 gegen Jugoslawien, welche Rolle hat es gespielt, dass du auch gleich und dass die ganze Mannschaft mit so einem tollen Spiel direkt da reingekommen seid? Du hast 2 Tore gemacht. Ja, wichtig generell der Auftakt eines Turniers, du sorgst für Ruhe. Und ich habe ja einige Turniere vorher schon gespielt, da war der Auftakt nicht so hervorragend und danach war sehr viel Unruhe in der Mannschaft. Es gab so ein bisschen Diskussion, muss der spielen, was läuft falsch, die Medien haben ihren Teil dazu beigetragen. Und mit diesem Sieg hatten wir eigentlich das ganze Turnier Ruhe, weil es war im Endeffekt, die Mannschaft hat sich von Anfang an eigentlich irgendwo gefunden, sie hat überzeugt, sie hat die Medien beruhigt, die Journalisten waren sehr positiv, die Atmosphäre war gut, und ich glaube, dass dieses Sieg dann doch enorm wichtig war für das ganze Turnier, atmosphärisch gesehen, aber auch, dass wir selbstbewusst waren. Das wussten wir, wir sind einer der Favoriten. Wir sind auch in dieses Turnier gegangen, um den Titel zu holen. Das war unser großes Ziel, das haben wir auch ganz klar angesprochen. Und ich glaube schon, dass dieses erste Spiel nicht nur ein gutes Spiel für mich war mit den 2 Toren, sondern ein wichtiger Meilenstein zum späteren Titel. Gruppenphase war souverän, Achtelfinale. Auch eines der Spiele, das für immer in Erinnerung bleiben wird. Was glaubst du in der Rückschau? Warum
ist das ja fast so ein Stück weit aus dem Ruder gelaufen. Wir müssen eins berücksichtigen, das Spiel war in Mailand. In Mailand hat AC Mailand und Inter Mailand gespielt. Und zu diesem Zeitpunkt haben 3 Holländer bei AC Mailand gespielt und 3 Deutsche bei Inter. Also das war ein Spiel unter besonderen Vorzeichen. Die ersten 20 Minuten haben wir gar nicht ins Spiel gefunden, hatten Glück. Holländer hatten 2, 3 Chancen. Aber dann haben wir das Spiel dominiert, haben es beherrscht, hatten viele Chancen. Es war ein nickliches Spiel. Es war ein Spiel mit unschönen Szenen, aber darüber möchte ich eigentlich gar nicht sprechen. Ich habe mich umso mehr gefreut, dass uns die Revanche geglückt ist nach der Aus bei der Europameisterschaft 2 Jahre vorher in Hamburg, wo wir im eigenen Land gegen die Holländer ausgeschieden sind, sind sie auch verdient Europameister geworden, dass uns diese Revanche gelungen ist. Und das war sehr wichtig. Und ich glaube, auch das Spiel hat gezeigt, dass wir bereit sind für den Titel. Kommen wir nochmal dann zu den weiteren Spielen. Halbfinale gegen England. Das war auch für dich ein tough game. Du warst angesetzt auf Paul Gascoigne. Nein, also eher auf mich oder ja. Wie auch immer. Wer auch immer auf wen. Ja. Aber du hattest auch schon eine gelbe Karte im Nacken. Gascoigne auch. Ja. Für wen war es schlimmer? Ja, für Gascoigne war es dann nicht mehr schlimm, weil wir sind ins Endspiel gekommen. Es ging ja, du hast eine gelbe Karte, bist vorbelastet und die hast du im Kopf, weil du hast ein Riesenturnier gespielt und dann im Endspiel vielleicht nicht dabei zu sein aufgrund einer Situation, die sich immer ergeben kann. Also es war ein Druck da von Gascoigne und von mir. Wir wurden, glaube ich, nicht gegeneinander aufeinander gesetzt, sondern hat sich so ergeben. Es hat sich so im Spiel ergeben, dass wir sehr viele Zweikämpfe gehabt haben und beide im Endeffekt der Spieler, die auch mit Kraft gespielt haben, mit Einsatz gespielt haben, die nicklig waren, die auch mal in die Grätsche gegangen sind, um den Ball zu erobern. Und natürlich waren da brenzliche Situationen dabei und es war ein Spiel auf höchstem Niveau. Ich glaube sogar, das war das beste Spiel bei dieser Weltmeisterschaft, weil es ist hin und her gegangen mit wirklich harten Duellen, mit vielen Torszenen, Pfostenschüsse waren dabei. Also da war alles dabei und ein hohes Tempo. Die Engländer waren riesig in Form zu diesem Zeitpunkt. Ja, Elfmeterschießen wissen wir ja zu diesem Zeitpunkt, konnte uns keiner schlagen, die Engländer sowieso nicht. Und hat ein bisschen Glück dazugehört und auch das, glaube ich, haben wir nicht unverdient gewonnen, auch wenn die Engländer ein starker Gegner waren. Wenn wir uns dann das Finale anschauen, da gab es ja dann immer die Geschichte, warum hat Lothar nicht geschossen? Und das musst du uns nochmal erklären, denn da spielte ein Fußballschuh eine große Rolle. Du musst mal weise Entscheidungen treffen im Leben und intelligente Entscheidungen. Und ich glaube, das war für mich oder für den deutschen Fußball eine wichtige Entscheidung und für mich eine ganz intelligente Entscheidung, weil ich in der Halbzeitpause meine Schuhe gewechselt habe, weil unten, wo der Stollen eigentlich drin ist, der ist abgebrochen und ich musste einen neuen Schuh anziehen. Und den Schuh hatte ich nicht eingelaufen und gar nichts, den habe ich dann aus der Schachtel heraus und habe mit neuen Schuhen gespielt. Und ich glaube, jeder weiß, dass neue Schuhe immer noch nicht so das Gefühl geben, die müssen eingelaufen werden. Ob das jetzt Fußballschuhe sind oder High Heels bei den Frauen oder auch Skistiefel beim Skifahren. Ein Schuh muss eingelaufen werden und der Schuh war nicht eingelaufen. Und dadurch hatte ich kein gutes Gefühl. Und dann hat es den Elfmeter gegeben und dann habe ich zu Andi Bremer gesagt, Andi, ich habe neue Schuhe an, schießt du. Ich war mir sicher, in dem Moment, wo es den Elfmeter gibt, dass ich mich nicht bereit fühle oder nicht die Verantwortung in dem Fall übernehmen will, weil ich mich unsicher gefühlt habe. Ich war mir nicht sicher, und wir hatten ja andere Elfmeterschützen, es war ja nicht so, dass nur ich einen Elfmeter schießen konnte. Ich fühle mich nicht sicher, Andi, schießt du bitte den Elfmeter. Jetzt kommt wieder die Geschichte mit Maradonas Schuh. Den Schuh, der kaputt gegangen ist im WM-Endspiel gegen Argentinien, 2 Jahre vorher, hat Maradona mit diesem Schuh gespielt. Platinis Abschiedsspiel in Frankreich. Maradona in dieser Weltauswahl, die Trapattoni zusammengestellt hat mit mir, Mittagessen. Maradona kommt, ich habe meine Schuhe vergessen. Ich sitze mit ihm am Tisch und sage, Diego, welche Schuhgröße hast du? Ich hatte 2 Paar Schuhe dabei. Sagt Diego, 40, 41. Sag, ich habe die gleiche Größe, ich habe 2 Paar dabei, kannst mein Paar haben. Ich gebe ihm das Paar Schuhe, er gibt es mir nach dem Spiel wieder zurück. Der Schuh ganz anders geschnürt, die Schnürsenkel nicht überquer, sondern nach oben und dann
leichter geschnürt, nicht so fest geschnürt. Dann habe ich mir gedacht, okay, die Schnürung, die kannst du gleich lassen. Wenn Maradona mit diesem Schuh so spielen kann, dann kannst du es auch. Und die gleiche Schnürung hatte ich 1990 noch beim WM-Endspiel mit diesen Schuhen, weil es war ein anderer Ausrüster. Diese Schuhe habe ich nur bei der Nationalmannschaft benutzt und nicht bei meinen Clubspielen bei Inter Mailand damals. Und deswegen hat der Schuh auch noch 2 Jahre gehalten oder war länger im Betrieb. Das war der gleiche Schuh, mit dem Maradona 1988 Platinis Abschiedsspiel bestritten hat. Mit dem Schuh bin ich ins Weltmeisterschaftsendspiel 1990 gegangen. Andi Bremer hat ihn dann geschossen und ich finde es auch so schön, ihr wart ja beide Wahlitaliener zu dem Zeitpunkt und dann ist kolportiert, dass du dann danach zu ihm gesagt hast, Al fatto bene. Und er hat gesagt, anche du, Al fatto bene. Wir haben es gut gemacht. Ja, richtig. Andi Bremer und ich, wir hatten ja ein spezielles, oder haben bis heute, ich war gestern Abend noch essen mit ihnen hier in München und wir haben bis heute ein super Verhältnis und hatten ja damals auch das Zimmer geteilt bei der Nationalmannschaft, bei Inter Mailand. Wir waren ja praktisch verheiratet miteinander, Andi und ich. Und ich freue mich, dass diese Freundschaft bis heute hält. Und ich hatte auch Vertrauen zu Andi. Wir sind damals gemeinsam zu Inter Mailand gegangen. Wir kennen uns schon von der Juniorennationalmannschaft. Also eine langjährige Freundschaft. Und Andi hat auch diesen Ruhm verdient, dass er diesen Elfmeter geschossen hat. Weil er hat ihn ja, er war ja sehr bekannt, er hat ihn ja noch mal eine Etage nach oben gebracht, entscheidenden Elfmeter zu schießen bei einer WM-Finale. Sensationell. Und vor allem, er hat die Nerven behalten. Nach 2, 3, 4 Minuten Diskussion, wo die Argentinier mit den Schiedsrichter diskutiert haben, dann noch ein Loch in den Boden geschlagen haben am Elfmeter, den Ball weggeschossen und so weiter. Andi hat sich nicht aus der Ruhe bringen lassen und ich bin froh, dass es so gelaufen ist, sonst wären wir vielleicht nicht Weltmeister geworden. Lothar, ihr seid dann 1994 als amtierende Weltmeister in die USA gereist, zur FIFA-Weltmeisterschaft in den Vereinigten Staaten. Warum konnte die Mannschaft, die ja eigentlich sehr, sehr gut war, dann die Erwartungen doch nicht ganz erfüllen? Die Chemie hat nicht gestimmt. Jeder hat sein eigenes Ding gemacht. Es war eben, wie gesagt, nicht eine Mannschaft. Wir haben auch nichts Großes Gemeinsames unternommen. Dann hatten die Frauen auch so ihren Anteil, die natürlich dann auch irgendwo dabei waren. Und es war alles wichtiger wie der Fußball. Und das ist das, was wahrscheinlich uns zum Schluss dann gefehlt hat, gerade dann im Spiel gegen Bulgarien, im Viertelfinalspiel, wo wir dann ausgeschieden sind. 1-0 geführt, eigentlich kein Gegner für uns, obwohl sie eine gute Mannschaft hatten. Aber wir waren der amtierende Weltmeister, wir hatten wirklich super Spieler dabei. Aber wir waren keine Einheit und deswegen hat es dann mit der Titelverteidigung nicht funktioniert. Es wäre jederzeit möglich gewesen und heute muss sich eigentlich jeder, der dabei war, in Amerika ärgern, dass wir da nicht die Weltmeisterschaften ein zweites Mal hintereinander geholt haben. Dann warst du eine Zeit lang nicht für die Nationalmannschaft nominiert und 98 vor dem Turnier in Frankreich, da war dann aber die Situation, dass immer wieder darauf gedrungen wurde, Lothar Matthäus muss zurück in die Nationalmannschaft. Wie war das für dich? Ja, es war so, dass ich mit Berti Vogts 1995, 96 ein Problem hatte. Er ist Europameister geworden, also hat er eine richtige Entscheidung getroffen. Der Erfolg hat ihm recht gegeben. Und später gab es irgendwelche Probleme. Ich hatte ein Riesenjahr hier bei Bayern München gespielt und auf der Position, die ich gespielt habe, auf der dann eben auch Matthias Sammer und Olaf Dohn ihre überragenden Spiele gemacht haben, waren beide irgendwie angeschlagen oder verletzt. Mhm. Und dann war natürlich die Diskussion, wer spielt. Wir fahren zu einer Weltmeisterschaft. Wir wollen nicht das Gleiche erleben wie 4 Jahre vorher in Amerika und so weiter. Und dann war der Druck auf Berti Vogts groß, weil meine Leistungen eigentlich in dieser Saison, würde ich fast schon sagen, überragend waren. Ich war ja auch schon im gewissen Alter von 37 Jahren. Und dann hat man mich eben zurückgeholt. Berti Vogts, ich telefoniert, Lothar, hast du Lust zurückzukommen? Dann sage ich, ja, wäre mir natürlich eine Ehre. Wir hatten uns auch mittlerweile ausgesprochen gehabt. Und dann hat er mich angerufen und hat gesagt, welcome back. Und habe ich mich natürlich gefreut. Aber da haben wir trotzdem Fehler gemacht. Oder Berti hat einen Fehler gemacht. Er hat mich zurückgeholt. Aber er hat mich eigentlich nicht so zurückgeholt, dass er voll auf mich gesetzt hat, sondern er hat mich die ersten 2 Spiele auf die Bank gesetzt. Also ich konnte der Mannschaft im Endeffekt nicht das geben, was ich eigentlich meinen Spielern hier bei Bayern München gegeben habe. Nämlich Unterstützung.
auf und außerhalb des Platzes, weil ich nicht in der Position war. Ich war eigentlich in einer schwachen Position. Als Ersatzspieler die Mannschaft zu führen, ist sehr, sehr schwierig. Du musst auf dem Platz stehen, wenn du ein Leitwolf bist. Und diese Position hat mir Berti Vogts von Anfang an nicht gegeben. Und die konnte dann auch während des Turniers nicht so ausgefüllt werden von mir. Ich bin im zweiten Spiel reingekommen, habe dann auch das dritte, vierte und fünfte Spiel gespielt. Aber es war eben halt dann nur wieder ein Viertelfinale gegen Kroatien, wo wir auch meiner Meinung nach nicht unbedingt gut gespielt haben, wo wir verdient ausgeschieden sind. Und dann muss man wirklich sagen, zweimal Weltmeisterschaften mit Deutschland und beide Male im Viertelfinale ausscheiden, gegen Bulgarien, gegen Kroatien. Ich glaube, das waren nicht die Ergebnisse, die die Fans von uns erwartet haben. Natürlich kann man stolz sein, auf die Zahl 25 WM-Spiele gemacht zu haben, diese Liste anzuführen von allen, aus der ganzen Geschichte von Weltmeisterschaften heraus. Andererseits ging es mir nicht um Spiele, sondern es ging mir darum, der Mannschaft zu helfen. Und das war eben dann das, was uns nicht gelungen ist. Aber natürlich einen schönen Nebeneffekt hatte es, nämlich mir die restlichen Spiele zu geben, dass ich bis heute die meisten WM-Spiele habe als Spieler. Wenn wir jetzt mal vorausschauen, zum Beispiel 2022 ist dann die nächste FIFA-Weltmeisterschaft in Katar, 2026 dann in Kanada, Mexiko und in den USA wieder. Inwieweit wäre es zumindest noch mal für dich ein Traum, so wie vor dir bislang erst zwei Personen in der Fußballhistorie, noch mal als Trainer Weltmeister zu werden? Das wäre ein Traum, aber den Traum träume ich gar nicht, weil ich weiß, was es bedeutet, wenn du als Trainer arbeitest. Ich habe einige Stationen hinter mir, du bist wieder voll in der Verantwortung, du bist voll unter Druck, du bist voll unter Beobachtung. Ich weiß nicht, ob ich mir sowas überhaupt noch antun würde. Natürlich kannst du nie sagen, wenn auf einmal ein gewisser Druck auch von außen auf dich kommt, weil du vielleicht irgendwie helfen kannst. Und ich bin immer jemand, der gerne hilft, aber zum heutigen Zeitpunkt könnte ich mir nicht vorstellen, dass ich mein Leben noch mal ändern würde, weil es mir so gut geht. Ich habe Zeit für mich selbst, ich habe Zeit für meine Familie, ich habe Zeit für meinen kleinen Sohn, ich habe Zeit für Freunde. Aber man weiß nie, Franz Beckenbauer wollte es 1984 auch nicht und auf einmal war er da gesessen. Und Franz ist ja ein Vorbild für mich. Lothar Matthäus, der FIFA-WM-Rekordspieler mit 25 Partien, FIFA-Weltmeister 1990. Ich würde sagen, und einfach ein unglaublich toller Mensch. Dankeschön, Lothar. Danke, Jessica.